So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier und zwar du, Mann, oh Mann. Und der sitzt hier. Du. Hallo zusammen. Mann, oh Mann. Das heißt, Sie heißen ja eigentlich? Du, Mann, oh Mann. Andreas, genau. Genau, ja. Den haben wir nämlich gebraucht. Genau. Der Andreas, der hat uns was ganz Tolles mitgebracht. Das zeigen wir euch mal hier drüben. Nicht den Imbiss-Brongo, der saß schon da. Der hat uns. Das ist übrigens Hannes. Moin! Das ist der Zai, weil der ist auch noch hier. Der ist gerade Megaman-mäßig unterwegs. Guck mal, goldene Meile. Hi, um was geht's? Hannes hat damals diesen fetten Krug mitgebracht. Adlerkönig, Urtyp hell. Habe ich gedacht, boah, ich weiß nicht, wo man das entsorgt. Also lasse ich es erstmal in der Wohnung stehen, weil das ist ja hier nicht mit Pfand und das ist ja hier nicht sonst wie. Jetzt bringt der Andreas auch noch so einen Krug mit. Mit einem Erntebier. Walsumer Erntebier. Das tragen wir jetzt mal hier rüber. Wie viel ist da drin? Das sind 2 Liter? 2 Liter haben wir hier. 2 Liter Erntebier. So, was macht dieses Bier so besonders? Warum ausgerechnet dieses Bier? Also wir haben bei uns in Walsum eine Brauerei. Und zwar ist die angeschlossen an der Firma Sinalco. Sinalco Fanta kennt man und auch Sinalco Cola. Sinalco. Ja, und da habe ich gedacht, da der Ramses so ganz gerne mal so ein Biertasting macht, darf natürlich unser gutes Walsumer Bier nicht fehlen. Und dann bin ich die Tage schöner ins Brauhaus gestampft und hatte mal gefragt, ob wir nicht eine besondere Flasche haben als Gastgeschenk für den Ramses. Er macht immer so tolle Video für uns. Und sieht auf jeden Fall sehr stark aus, ja. Macht einen ordentlichen Eindruck, so einen dicken Brummer da. Ich hoffe, es schmeckt auch. Ich hoffe, es das wollen wir jetzt herausfinden, ob das schmeckt. Und deswegen machen wir das jetzt mal auf. Hannes ist der Bierbeauftragte. Jo. Der muss jetzt mal sich um die Flasche kümmern, das aufmachen und ploppen und tun. Und dann ploppen müssen wir das mal aufteilen und dann können wir alle mal probieren. Aber nicht wie das vorhin, wo du es einfach hast runterfallen lassen, ne? Und dann war es das. Ehrlich. Sieht aus wie schöner Kaffee, ne? Latte Macchiato. Genau. Ich riech nix, ne? Ich riech alte Füße, mehr riech ich nicht. So, tu mal dem Andreas hier den ersten Schluck. Ja. Ja, ja. Das ist Daddy's Wodka, guck, der haut sich nämlich immer ordentlich hier rein. Nein, wen das interessiert, das war 7up. Wir werden nicht gesponsert, trotzdem 7up. Einmal hier für den Herren, bitteschön. Dankeschön. Dann einmal hier, ach, das ist ja meins, der grüne Becher. Weil der Imbiss-Bronge wollte unbedingt den rosa da haben. Eigentlich hätte man fragen müssen, warum blau, warum rot, warum rosa? So, ich habe meins auch. Meins schmeckt mir gut, glaube ich. Möchtest du jetzt eigentlich auch probieren? Mal wenigstens ein Becher davon. Bist du jetzt wieder bei uns? Wir hatten ihn nämlich vorhin verloren. So, Imbiss-Bronge auch. Das ist sehr schön. Oh, der Döder. Warum er aber den rosa Becher gewählt hat, weiß ich bis heute nicht. Ja, das hat er nicht erkannt durch die Sonnenbrille. Hat er gedacht, das ist rot. Und zwar doch was anderes. So. Und der Hannes trinkt aus dem Krug. Mensch, Hannes, alles wartet auf dich. Du bist wieder der Letzte. Da ist das Ding ja schon wieder leer gleich. Für den Fall, dass wir nicht fertig sind, hat der Hannes vorhin diese besonderen Becksflaschen organisiert vom Dönermann des Vertrauens, die einfach irgendwie so eine Fußball-Edition vorne drauf haben. Wenn ihr Becks-Trinker seid, schreibt es mal in die Kommentare, aber wir gönnen uns jetzt das Erntebier, halten das gleich alles zusammen in die Mitte. Alles ran hier. Fehlen noch 2. Prost! Das ist doch ein schönes Bild dann. Probiert's mal, sagt mir dann mal, wie es schmeckt. Ich gehe gleich der Reihe nach durch. Fangen wir hier an beim Rotkäppchen, beim Rosakäppchen. Ich finde gerade nicht das richtige Wort. Soll ich später nochmal kommen? Reichhaltig ist nicht das richtige Wort. So ein bisschen so voll, so wie ein bisschen wie bei einem Weizen auch, finde ich. So ein bisschen herb, aber trotzdem so malzig herb. Gefällt mir. Malzig herb? So, du kennst das ja, ne? Ja, ich kenn's, hab's schon mal getrunken, ist schon ein bisschen her jetzt. Ich habe jetzt die Radler-Variante und die Radler-Variante schmeckt mir ganz gut.
mach auch schmeckt davon. Bestimmt zitronig, wa? Schmeckt sehr zitronig. Schmeckt sehr zitronig. Das Zitronenmalz, ganz neu. So, und hast du mal probiert oder hast du schon wieder Bratwurst? Ja, ist süffig, ich kann mal trinken. Ist süffig, ja. Das ist, glaube ich, schon wieder das Beste. Das Beste. Was ist das hier für eine komische, dickbrüstige Frau mit dem. Bist du in weiblich? Okay, wir gehen wahrscheinlich mal schnell weiter. Trader Park und Hannes. Schmeckt etwas süßlich. Ach, süßlich. Hast süßlich. Du auch die Radler-Variante? Ja, nee, ich hab, nee, die Radler-Variante nicht, aber es schmeckt etwas süßlich und es ist sehr mild. Mild? Mild. Ich finde es sehr mild, also das ist, das hat was, aber auch wiederum nicht. Okay, hä? Irgendwie. Ist ja richtig poetisch hier. Es hat was, aber auch nicht. Ja. Sein oder nicht sein? Richtig. So, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, ich habe keine Geschmacksnerven mehr. Ist auf jeden Fall nicht so bitter und herb, wie man es bei vielen anderen kennt. Das passt wahrscheinlich zu dem Mild, was er sagt. Ja. Deine Geschmacksnerven wurden weggenutzt. Es sieht ja auch, man sieht es ja hier von der Farbe her, das sieht ja eigentlich auch schön bräunlich aus und nicht so extrem durchsichtig. Einfach extrem spülfarbenhellig. Es ist eine kräftige Farbe, aber der Geschmack liegt nicht schwer im Magen. Das ist einfach zum Trinken. Also das. Weiß ich nicht. Es geht runter wie Wasser. Ja, kannst du trinken. Da wäre die ganze Flasche eigentlich für dich selber gut geeignet. So. Wenn ich mich an den Bier-Adventskalender erinnere, einen Schluck genommen immer, haben sie da was drin liegen lassen oder so? Da merkt man erstmal, was richtig tolles Bier ist und dass diese ganzen Fertig-Zeug-Sachen, die sie da immer verkaufen, das ist alles nur Spülwasser. Aber das schmeckt mir so. Und so seht ihr, wie es mal aussieht, wenn man den Ramses besucht. Da kann man sich auch da mal hierher setzen, an den Strich. Ne? Warum es Strich heißt, das seht ihr hier hinten jetzt in dem Fenster. Und deswegen trinken wir jetzt unser Bierchen, dann werden wir noch ein bisschen labern und chillen und dann irgendwie noch was essen oder so. Und morgen Raid Day, aber da seid ihr nicht dabei. Aber Shinox und Shenaya kommen auch noch. Mal gucken, was wir mit denen die Tage machen. Ansonsten Dankeschön fürs Vorbeikommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. So.